Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt, einem, ich würde mal schätzen, das ist ein Testvideo, weil ich weiß nicht, ob ich das bis zum Ende durchhalte bzw. spielen werde. Es ist gerade mehr so eine Art, ich weiß nicht, Mutprobe an mich selber gestellt. Ich habe dieses Spiel vor, oh warte mal, das war 2013, habe ich das mal angespielt, weil ich da einen Beitrag drüber gemacht habe, über Indie-Horror-Spiele. Und damals bin ich schon beinahe gestorben. Aber da ich dachte, Mensch, du musst dich doch selber abhärten und das schaffst du nur, indem du Horrorspiele auch spielst, dachte ich, ich starte jetzt das Spiel. Leider ohne Webcam. Das. Aber ihr wollt meine Fresse eh nicht sehen. Von daher passt das schon. Parsec Productions. Presents. Ich will nicht. Slender. The Eight Pages. Okay, das war's dann. Collect all 8 pages und die werden wir sicher nicht finden. Jetzt muss ich gerade. Ah, okay. F ist für Flash. Wir können auch laufen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, die ganze Zeit die Taschenlampe anzulassen. Da ist ein Zaun. Weil ich glaube, die wird irgendwann auch mal den Geist aufgeben. Ist hier irgendwas? Ich meine, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der erste Zettel irgendwo dran hing. Und irgendwie ruckelt das aber ganz ordentlich. Mein ganzer PC hat schon Angst. Und irgendwo wartet der Slenderman auf uns. Und bei meinem Glück finde ich ihn sofort. Oder er findet uns. Was ist das Weiße da hinten zwischen den Bäumen? Habt ihr das auch gerade gesehen? Und ich würde schätzen, das ist der Baum, den ich in Erinnerung hatte. Und da ist auch die erste Seite. Und das Spiel ruckelt ganz schön. Leave me alone. Und jetzt sind wir die Gejagten. Scheiße. Boah, ich will nicht. Ist da hinten irgendwas? Was weiß ich da hinten? So, ich weiß nicht, wie klug es ist, sich jetzt mitten in den Wald zu schlagen, aber ich mache es. Okay, weil da hinten wird es hell. Da hinten ist es hell. Da hinten ist ein Zaun. Okay, das bringt. Was ist denn das? Da ist irgendeine Art Bunker und ein Auto. Ob wir da auch was finden? Ein Auto? Ich will hiermit wegfahren. Always watches. No eyes. Das gefällt mir aber gar nicht. Always watches, no eyes. Warte mal, da ist doch was. Da ist irgendwas. Ich will da nicht reingehen, da überrascht uns sicher drinne. Oh, warum laufe ich mitten in der Nacht? Warum laufen wir mitten in der Nacht durch den Wald? Das ist doch schon per se lebensmüde, oder? Oh, was ist das? Achso, ich dachte, das wäre irgendeine creepy Zeichnung. Nein, ich bin nicht angespannt. Ich bin doch nicht angespannt. Was denkt ihr denn von mir? Ich bin doch nicht angespannt. Warum ist da ein Stuhl? Da ist nichts, okay. Ich bin doch nicht angespannt. Was denkt ihr denn von mir? Ich bin voll locker. Ich frohlocke.
Ich freue mich darauf, dieses Spiel zu spielen. Ich könnte mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier durch diese Räumlichkeiten zu gehen. Das ist meine neue Wohnung, wusstet ihr schon? Ich mache gerade eine Wohnungsbegehung und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Boah, das Slenderman beobachtet uns doch sicher. Der beobachtet uns doch ganz sicher. Ist hier kein. Ist hier nix? Ist hier echt nix? Boah, vor allem dadurch, dass das Spiel gerade so ruckelt, ist das. Aber das ist ganz gut, weil dann kann ich mich über das Spiel aufregen und habe nicht so eine Angst. Nee, 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 nee. Ich bin fröhlich, fröhlich, fröhlich. Mir geht es gut. Es geht mir so gut. Ich habe keine Angst. Und das Trommeln im Hintergrund ist auch total beruhigend. Und warum habe ich das Gefühl, der ist da? Und warum habe ich das Gefühl, ich laufe auf ihn zu? Und mein Spiel kriegt auch Angst. Was ist das? Was ist das da hinten? Seht ihr das? Das Weiße? Das Helle? Oder ist das Dreck auf meinem PC? Würde ich gar nicht mal ausschließen. Das ist einfach Licht, das irgendwie, keine Ahnung, durch den Wald schimmert. Boah, kann mal jemand diesen Trommler umbringen? Ey, das ist doch. Vielleicht ist der Slenderman gerade beim Trommler. Und er kann auch gerne bleiben. Halleluja, Mama. Vater unser, der du bist im Himmel. Ich könnte euch das jetzt noch auf Althochdeutsch vorbeten. Oh, da ist ein Zaun. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Du Arschkopf! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Okay. Finden wir irgendwo ein Boot? Und eine Kettensäge? Oh, bitte lass mich eine Kettensäge finden. Oder irgendeine Waffe, dann würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, wenn ich mich hier verteidigen könnte. Oh, wie bin ich denn auf die dämliche Idee gekommen? Ich könnte ein Horrorspiel spielen. Ich bin doch jetzt schon so angespannt. Und jetzt sind wir wieder an einem Ausgangspunkt und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Und ich will mich nicht umdrehen, weil ich weiß genau, er ist hinter uns. Ich weiß es so genau, dass er hinter uns ist. Ich weiß es. Und ein kleiner Teil von mir ist da, der sich wünscht, von ihm geschnappt zu werden, weil das Spiel dann endet oder pausiert zumindest. Oh, warte mal. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich habe ja so schon keine Orientierung. Das steht ja schon mal außer Frage. Und dieser Wald ist nicht gerade etwas, wo man sich super toll dran orientieren könnte. Da ist wieder das Auto. Die Musik verändert sich, das finde ich nicht gut. Die Musik verändert sich, das finde ich nicht gut. Alter, geh weg. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Kann es sein, dass ich im Kreis laufe? Oh, diese Musik. Dieses unterschwellige. Ich kotze gleich im Dreieck. Ich mache gleich eine Runde Anspannungskotzen. Und jetzt sind wir wieder hier. Konnten wir daran vorbeigehen? Ich traue mich da nicht reinzugehen, weil ich genau weiß, dass der Typ hinter uns her ist. Also ist er insgesamt, aber. Ach, ihr wisst schon. Wir haben ihn immerhin gerade eben, glaube ich, ganz kurz gesehen. Jedenfalls bilde ich mir ein, gesehen zu haben. Und das finde ich nicht gut. Warum
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich. Ganz ah! Oh! Alter! Alter! Dieser Arschkopf! Oh. Du alte Kacksau! Oh Gott! Oh Gott! Ich will nicht mehr! Mami! Ich will Slenderman! Erlös mich! Boah, ich kotze gleich! Ganz ehrlich, ich kotze gleich! Ich glaube, das wird das letzte Horrorspiel, was ich spiele. Oh Gott, sagte sie und hatte gleichzeitig Craft 4 runtergeladen. Und wir haben da noch ein... Oh nein. Da ist noch eine Seite. Drei Seiten. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich lasse jetzt die Taschenlampe an. Scheiß drauf. Nee. Ah, ich trau mich nicht. Meine Stimme hat sich ja gerade wunderbar übersteuert. Gott, ich glaube, ich habe noch nie in einem Let's Play so sehr geschrien. Warte, aber ich habe mich auch in einem Let's Play noch nie so gefühlt. Ach was, ich versuch mir gerade im Kopf die ganze Zeit einzureden. Ach, ist ja nicht so schlimm. Was stellst du dich an? Das haben schon ganz andere geschafft. Oh, wie klug ist es, da jetzt reinzugehen? Ich weiß ja nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir finden da eine weitere Seite. Aber ich will keine weiteren Seiten finden. Das ist ja das Problem. Ich will keine Seiten finden. Und da ist noch eine Seite. Ich will nicht. Ich will. Erlöst mich, bitte. Erlöst mich einer. Help me. Ja, helft. Help mir. Helpet mir doch, bitte. Naja, immerhin die Hälfte haben wir schon geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Seiten finden. Ganz ehrlich nicht. Ich hätte das nicht erwartet. Und ich habe das Gefühl, je mehr Seiten wir finden, desto näher kommt er uns. Und desto wahrscheinlicher wird es, dass er uns sieht. Ich versuche die ganze Zeit wegzugucken, damit ich nicht die ganze Zeit so angespannt auf den Bildschirm starre. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so die klügste Alternative, die klügste Entscheidung, nicht hinzugucken. Ich hätte wissen müssen, dass mich das so sehr stresst und so kaputt macht, dieses Spiel. Oh Gott. Ich bin voll ruhig. Mein Atem geht ruhig. Ich bin entspannt. Ich bin völlig entspannt. Mein Atem geht ruhig. Ja, ich dachte, ich versuche es ein bisschen mit auditivem Training. Nee, nicht autogenem. Autogenem Training. Siehst du, ich krieg die Sachen schon nicht mehr. Also. Lass das Spiel aufhören, bitte. Ich mag nicht mehr, Mami. Lass mich in Ruhe. Ich will hier aus dem Wald raus. Kann man hier fliehen? Ich weiß es nicht. Da war er. Da war er. Ich gucke nicht zurück. Ich gucke nicht zurück. Er ist nicht da. Er ist nicht da. Nein, er ist nicht da. Mm-mm. Ich weigere mich, das zu glauben. Es ist genauso wie wenn ein Kind die Augen zumacht und sagt, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nein, ich habe nicht die Augen zugemacht. Nein. Wie kommt ihr denn drauf? Oh, ja, aber ich würde so gern die Augen zumachen. Ich würde so gern die Augen zumachen und mich irgendwo in eine Ecke verkriechen, mich hinsetzen und warten, bis das Spiel zu Ende ist. Oh. Na 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 na
Mama, rette mich. Mama, vergiss mich nicht. Mama, ich bin ganz allein. Mama, ich bin so ein armes Schwein. Oh, wir sind wieder an dem Haus. Ich bin mir sicher, dass wir da irgendeine Seite vergessen haben. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt da schon so oft reingelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Seite drin gibt. Und einerseits habe ich Angst, den Slenderman zu treffen. Und andererseits sehe ich es mir gerade so sehr bei. Oh Gott. Oh. Alter, da geht... Ah! Ah! Geh weg, geh weg. Ich hätte das nicht zu laut sagen sollen. Der Slenderman ist schon ein armes Schwein. Ist ganz allein im Wald. So ganz und ganz und ganz allein möchte doch keiner sein. Oh, aber ich weiß genau... Ah, er ist da! Er ist da! Er ist da! Er ist direkt hinter uns. Ich drehe mich nicht mehr um. Leute, ich drehe mich nicht mehr um. Ich drehe mich nie wieder um. Ich drehe mich nie wieder in meinem Leben um. Ganz sicher. Ich drehe mich nie wieder um. Oh, na, 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 na. Mi, 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 mi. Sorry, ich muss gerade irgendwie meine Anspannung loswerden. Mi, 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 ich will nicht mehr. Ist er noch da? Ich weiß es nicht, ich trau mich nicht. Ich glaube, nein! Ich glaube, ach so. Ich glaube, ich habe gerade auf den Knopf drauf gedrückt und deswegen ist die Taschenlampe aus. Nein. Wir müssen umdrehen. Ich laufe mal hier in der Nähe von dem Zaun rum. Was ist das? Warum ist die Musik gerade so geworden? Warum? Warum? An dem Haus hatte ich gerade kurzzeitig übrigens sehr suizidale Gedanken. Ich musste gegen den Impuls kämpfen, in die Arme zu laufen. Das muss ich dazu gestehen. Das war kurz ein Impuls. Und wenn ich die Musik höre, ist dieser Puls noch viel stärker da. Ich, oh Gott, ey, ich muss mir gleich einen Katheter legen. Ey, es ist doch... Ey, ich geh gleich kaputt. Ich sag euch, ich geh gleich kaputt. Ich geh so, meine Fresse geh ich kaputt. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Ich hab doch keine Ahnung. Ah, schau mal, mein Sommerhaus. Das hat uns ja immer so viel Freude bereitet, dieses Scheißhaus. Nee, 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 nee. Ah! Oh, Arschloch. Ja, ach. Slender. Oh Gott, was sind Extras? Normal Mond Flashlight. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche erstmal 8 Valium und ich glaube, ich muss mir jetzt ein My Little Pony Video angucken. Ey, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, wozu wir uns sehen. Das ist vielleicht traue ich mich auch nie wieder irgendein Spiel zu spielen. Ich weiß es nicht. Bis dahin. Ciao.